Dann wäre Ivana Dadic. Ja, bei ihr ist natürlich jetzt der Rekordgedanke nicht mehr so groß. Sie ist sehr enttäuscht gewesen nach 6 Disziplinen und ja, das ist jetzt eher mehr ein Gehorsamslauf für sie, dass sie da wirklich auch nochmal alles zusammennimmt, aber sie wird hoffentlich entsprechend angefeuert. Uns macht natürlich das Ergebnis des ersten Laufes Hoffnung, dass die Bahn auch auf 800 Meter schnelle Beine macht. Denn das war schon sehr, sehr großartig. Marie Klaub völlig erschöpft. Das ist natürlich alles nicht einfach. Sowieso nicht und bei der Hitze umso mehr. Da sind sich auch die Experten hier einig, dass es ganz schwierig ist, hier Topläufe, Bestleistungen zu bieten. Und dann wird schon 5 gesehen im ersten Lauf. Das ist richtig erstaunlich. Also ein Highlight haben wir, eigentlich 2 Highlights mit den beiden jungen Österreicherinnen. Mit diesen tollen Bestleistungen, sowohl für Lager als auch für Platz. Und jetzt, in diesem Lauf geht es natürlich um die persönlichen Ergebnisse. Ivana Dadic, mal schauen, wie sie sich da jetzt überwinden kann. Es ist natürlich Ehrensache, dieses Rennen hier zu bestreiten und den Siebenkampf zu beenden. Und wir dürfen das nicht vergessen, vor kurzem stand ihre Bestmarke noch unter 6.200. Erst in Amsterdam hat sie sich auf 6.408 gesteigert. Also alles über 6.000 ist nicht alltäglich, ist selten vorgekommen in Österreich noch. Aber die Erwartungshaltung, die wird halt immer größer. Gut so, dass der Ehrgeiz natürlich auch da ist, besondere Dinge zu schaffen. Das hat sie zu EM Bronze und zu Hallen EM Silber getrieben mit ihrem Trainerteam und Philipp Unfried. Also Ivana Dadic braucht sich hier nicht zu verstecken. Mit der Leistung in Götzis 2017. Das ist in Wahrheit eine Vorbereitung auf die WM in London. Und dann soll alles geschärft sein. Dann sollen die 7 Disziplinen locker und gut von der Hand gehen. Das ist das Ziel. Das wünschen wir ihr natürlich. Dann noch 200-300 Punkte drauf zu packen in London. 1:03 für die ersten 400 Meter. Das ist etwas langsamer als der erste Lauf, der war in 1:02 Durchgangszeit vorne. Nadine Visser begonnen hat mit einem Meeting-Rekord im Hürdensprint. So hat das Ganze begonnen. Jetzt ist Xenia Grishan vorne, die Ungarin. Alina Schuk, die 18-jährige Ukrainerin, geht da das Tempo mit, 1:36 für 600 Meter. Damit sind sie jetzt etwa auf Pace des ersten Laufes, der ist mit 2:10 Siegerzeit, Siegerinnenzeit zu Ende gegangen. Schauen wir mal, Ivana Dadic da auf Position 7. Knapp 2 Minuten sind gelaufen. Xenia Grishan kommt als Erste ins Ziel. Das gibt für die Ungarin eine tolle Leistung und die läuft sogar 2:10:06. Ganz schnell dahinter dann Maudenz, Schuk, Fisser, Sadeko, Ruckstuhl und Dadic in 2:18:2:19. Das war natürlich dann jetzt sicher nicht mehr mit dem letzten Mut der Verzweiflung. Xenia Grishan 2:10:04. Nächster persönlicher Rekord für die Ungarin, die sich damit gewaltig steigern kann. Anne Maudenz, 2:11:09. Ja, also die hier noch vollgegangen sind alle mit tollen Rekorden. Auch Maudenz erstmals über die 6000er Marke, die 20-jährige Belgierin. Und das ist Ivana Dadic, die ja natürlich hier wahrscheinlich diesen Wettkampf abhaken muss und abhaken will. Bei all den tollen Einzelerfolgen, die hier viele Athletinnen jetzt feiern dürfen, muss sie halt ein bisschen unter den Enttäuschten.
sind die letzten 100 Meter für Ivona Tadic dann im heurigen Siebenkampf. Ein Ergebnis noch ganz gewaltig, die 18-jährige Geraldine Ruckstuhl. Habe Ihnen erzählt von dem Comeback nach dem schweren Hürdensprint-Unfall letztes Jahr. Die Juniorengegnerin von Sarah Lager macht 6.291 Punkte, verbessert sich um fast 460 Punkte. Das ist jetzt auch angekommen in der Weltelite. Schweizerin. So, jetzt haben wir die Zeit von Ivona Tadic. 2:18.07 ist sie gelaufen. Das macht 6.143 Punkte am Ende. Jetzt muss das Stadion kommen. Jetzt gehen Sie das. Bitte auf Bahn 1. Nach Sie sagen, Sie haben heute noch. Jetzt zum Finale. Auf Bahn 2. Anthony Schäfer. Auch Sie in Lauerstedt und auf dem zweiten Platz. Das ist das Ergebnis des zweiten Laufs mit Ivona Tadic, 2:18.07 und mit 5 Bestleistungen wieder in diesem Lauf.